Ja, wunderschönen Tag, mein Name ist Dr. Assam. Wir sind in der Bauchpraxis in Basel. Das ist meine gastroenterologische Praxis, wo ich Patienten mit Magen-Darm-Erkrankungen behandle und eben auch im Rahmen der Darmkrebsvorsorge. Als Gastroenterologe versucht man immer sein Bestes zu geben für sich und für den Patienten. Und im Vordergrund steht natürlich die Polypendetektionsrate. Und insofern ist man als Gastroenterologe immer froh, man hat mehr Augen mit an Bord, die mitschauen. Und insofern kann die künstliche Intelligenz mich unterstützen, für den Patienten das Beste rauszuholen, um so viele Polypen wie möglich zu detektieren. CADDIE ist eine Software, die mich unterstützt und mit mir schaut für den Patienten und die mich mahnt und frühzeitig darauf hinweist, dass dort etwas sein könnte. Eine Software, die mit mir durch den Darm navigiert. Für uns ist wichtig, dass wir bei jeder Untersuchung so viel als möglich Polypen finden. Und die Qualität entsprechend hoch ist. Und aufgrund dessen unterstützt mich CADDIE, mehr Polypen, früher Polypen zu sehen und diese zu entfernen, was dem Patienten letztendlich zugutekommt. Eben wenn wir von Darmkrebsvorsorge sprechen, geht es ja darum, so viele Polypen als möglich zu detektieren, weil jeder Polyp, den wir übersehen, letztendlich sich zu einem Krebs entwickeln könnte. Und wenn ich einen Partner meiner Seite habe, der mich mahnt und zeigt, wo ich Polypen finden könnte und dadurch ein besseres Outcome für den Patienten erreiche, ist das das Beste, was wir haben können in der Gastroenterologie. Als man mir gesagt hat, es kommt CADDIE, hat man sich vorgestellt, mein Gott, was kommt da auf mich zu, wird mich das influenzieren bei meiner Arbeit? Aber ich muss sagen, ich merke es eigentlich gar nicht, weil es integriert sich so gut ins Bild, es weiß nicht, unspektakulär darauf hin, dass es dort Polypen gibt und die akustischen Signale lassen mich oftmals an ein U-Boot wie ein Echo denken. Und dann merke ich, dort ist was. Das heißt, das Interface ist sehr, sehr benutzerfreundlich und stört in keinster Weise, sondern wirkt eben sehr unterstützend bei der Arbeit. Natürlich kann man das als im langfristigen Verlauf sagen, ob es die Qualität verbessert. Und was mir sicher aufgefallen ist, wie ich es auch schon gesagt habe, es hilft mir, Polypen zu detektieren. Das heißt, ich habe den Eindruck, ich sehe früher, ich sehe mehr an Polypen. Und insofern muss man sagen, ja, wenn man nämlich früher und mehr sieht, entfernt man mehr Polypen. Und insofern gehe ich davon aus, dass die Qualität auch besser ist. Aber eben, das kann man letztendlich erst im langfristigen Verlauf und nicht auch nur mit Studien sagen. Aber von Empfinden der letzten Wochen her denke ich doch, dass es die Qualität der Arbeit und das Outcome für den Patienten verbessert. Ich bin nun schon seit vielen Jahren in der Gastroenterologie tätig und denke, dass die Qualität stimmt. Aber auch ich konnte in den letzten Wochen eben feststellen, dass mir die Technologie hilft, schneller, früher zu erkennen und auch was zu erkennen, wo mir vielleicht entgangen ist. Insofern denke ich auch, als erfahrener Gastroenterologe profitiert man von der Technologie, weil wir jeden Polyp sehen wollen und je mehr Polypen wir finden und entfernen, umso besser für den Patienten, auch wenn es nur ein Polyp pro Patient ist, aber dieser eine Polyp zählt am Ende. Unser Ziel ist ja, so viele Polypen als möglich zu detektieren und wir benutzen viele Devices, die uns dabei helfen, die natürlich relativ günstig sind, aber jeder Polyp zählt. Und beim CADDIE sehe ich es eben auch so, wenn ich nur einen Polyp pro Patienten mehr entfernen kann, ist dem Patienten geholfen. Insofern müsste man es eigentlich jedem empfehlen, der endoskopiert, weil unser Ziel ist, so viele Polypen zu detektieren als möglich. Der Patient kommt zu mir, weil er mir vertraut. Und wenn er mir vertraut, wird er die höchste Qualität. Die will er zu Beginn der Woche, der wieder in der Mitte der Woche, der wieder am Morgen und am Nachmittag. Und da ist jede Technologie, die mir hilft, diese Qualität hochzuhalten, wichtig. Und da sehe ich CADDIE als ein Tool, was mir eben hilft oder was dem Patienten hilft, mit höchster Qualität Untersuchungen durchzuführen und so viel Polypen als möglich zu visualisieren und zu entfernen. Jetzt arbeite ich einige Wochen mit CADDIE noch sehr gute Erfahrungen gemacht, dass sie eben sehr gut unterstützt und
Das ist ja ein System, was nicht aktiv lernt, aber was durch Software-Updates immer wieder abgedatet und abgegradet wird, sodass ich hoffe, dass auch in Zukunft dort noch mehr Output auf mich zukommt, respektive Output für den Patienten und die künstliche Intelligenz mich noch weiter unterstützen wird, die Qualität, die wir schon heute haben, zu verbessern.